Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock. Wir sind wieder beim Farmers Market, sollten wir eigentlich sein, oder Richtung Farmers Market unterwegs. Ich habe den Ausweg gefunden aus den Rolling Hills und wir haben jetzt auch die Dingens zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch das destillierte Wasser, glaube ich. Dann haben wir alles. Jetzt ist halt die Frage, wir müssen in diesen Keller, ne? Worley Winery, aber der Pfeil zeigt es mir jetzt sehen. Oh Gott, das hört sich nach einem Big Daddy an. Dem wollen wir nicht begegnen. Jetzt habe ich keine Schilder mehr gesehen. Das wird wohl richtig sein. Aber hier waren wir ja eigentlich auch schon. Aber jetzt müssen wir darüber. Und da waren wir ja, glaube ich, noch nicht. Also waren hier schon mal, aber genau. Genau, hier haben wir dann eben aufgehört. Genau, hier hätte ich aber sogar weiter gemusst. Oh. Schnell das Ding hacken, bevor die mich angreifen. Sollen wir Auto-Hacker machen oder hacken wir es? Na, wir hacken es mal wieder. Wir haben schon lange nicht mehr gehackt. Oh. Oh. Ja, wobei eigentlich war warum? Oh. Einfach gerade hoch und nach links. Eigentlich übelst einfach. Das ist wirklich einfach. Schwupps, fertig. Easy peasy. So. Es ist zum Kotzen. Chip, Alter. Der Moment, wenn dich deine Eltern Chip nennen. Wir haben wahrscheinlich gerade einen Kartoffelchip gegessen. Gabba. Gabbarino. Achso. Ah, zwei destilliertes Wasser. Geil. 4 von 7 haben wir jetzt. Warum ist der Alarm eingegangen? Ah, fuck, das ist eine Medi-Station. Gibt's hier keinen... Ach, da ist eine Kamera. Oh, lol. Gut. Diesmal kann man drüber streiten, ob ich es übersehen habe oder ob ich einfach so... Ach komm, als ob da jetzt auch eine Kamera war. Müssen wir mal kurz hier runtergehen, damit die uns nicht mehr angreifen. Nee, die greifen uns trotzdem noch an. Woher will die wissen, dass ich hier bin? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ah. Jetzt sind es noch 5. Ach so, Leute, das Ding ist in Brand worden, deswegen ich Schaden bekommen. Da kommt halt echt noch einer. Das ist so ein Joke. Also, das ist was, was ich echt an dem Spiel überhaupt nicht mag. Dieses dämliche Kameraüberwachungssystem mit den Alarmen. Es ist einfach nur nervig. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie, hey, es soll das Spiel ein bisschen spannender oder sowas machen. Es ist einfach nur pures Nerven. Es ist einfach wirklich so. So, also hier waren wir jetzt wie gesagt noch nicht, das heißt wir müssen uns schön umsehen. Da zerfallen die Tische einfach in 2 Teile oder was? Tagebuch. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Ist es auch destilliertes Wasser? Manchmal lächeln sie. Ha! Trick 17 benutzt. Eins... Ah ne, brauche ich schon. Such jetzt nach der U-Invent-Station. Zeigt mir der Pfeil da jetzt hin. Oh. Ich wäre fantastisch schöner als die Garbo. Na gut. Dammit. Ich dachte, ich könnte mich anschleichen. Na egal. Ja, hey, hat uns jetzt gerade nicht eigentlich noch eins gefehlt? Jetzt, eben. U-Invent-Station. Also wir müssen jetzt diesen Lazarus-Vektor herstellen, ne? Achso, jetzt habe ich den, oder was? Habe ich den so aufgehoben? Ach komm, wir hauen einfach ab. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Lol?
Ich dachte schon, der Big Daddy hat mich so schnell eingeholt. Och man. Egal, wir laufen einfach durch. Ich will nicht, dass der Daddy uns einholt. So. Ich habe jetzt nicht gescheit zuhören können, weil ich wegen der Verfolgung abgelenkt war. Aber wir müssen das Ding irgendwo reintun. Oh Gott, hier ist auch noch ein Big Daddy. Stimmt, ganz vergessen. Dann lass es mal lieber auf Eis, damit wir den wieder einfrieren können. Ja, weil immer gegen die zu kämpfen ist eigentlich ziemlich sinnlos. Ich glaube, wenn man die einfriert und abhaut, ist fast schon klüger. Waren wir hier schon? Ja, doch, hier waren wir schon. Ach so, müssen wir jetzt... Ah ja, wir müssen jetzt dahin... Ach so, ist es wahrscheinlich in dem Büro von der Tante, ne? Kehre nach Arcadia zurück, okay. Schauen wir mal. Also er hat ja eigentlich gesagt, wenn wir das haben, dann werden wir weiter nach oben kommen, ne? Also wenn wir die Bäume gerettet haben, oder was genau dieser Lazarus Vector benutzt, bewirkt. Ich hab's ehrlich gesagt schon wieder halb vergessen. Weil sonst, als wir die Mission zum ersten Mal angenommen hatten, schon eine Weile her. Was war das? Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie bitte keinen Alarm. Ne, diesmal nicht. Okidoki. Oh, da ist aber wieder einer. Verzieh dich. Ist eigentlich voll geil mit dem Einfrieren und einfach abhauen. Hätte ich gar nicht mal gedacht, dass das so gut funktioniert. So. Ist halt bitter, dass wir jetzt hier schon wieder hin mussten. Hätten wir das eigentlich als letztes machen können. Der Pfeil swingt aber auch in alle Richtungen. Bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich richtig sind hier. Hä, jetzt müssen wir echt wieder zu den Bienen? Ach ne, hier sind die nicht. Lol. Ja, hier ist noch ein Big Daddy und den müssen wir wahrscheinlich sogar bekämpfen. Oh, der hat sogar eine... Oh, okay, dann müssen wir ihn bekämpfen. Warum lädt er nach, wenn ich gar keine Munition mehr habe bei den wärmesuchenden Granaten? Easy. Hey, bleib hier, wo ist die? Da. Also wer auf die Idee gekommen ist, dass es so aussieht bei dem, wenn man die ausbeutet oder wenn man die... Ach, ich weiß auch nicht. Muss man ja irgendwie schon ein bisschen crank sein. Naja, mein Gott. Ist nur ein Spiel. So. Ah ja, genau, müssen wir ins Labor, dachte ich mir schon. Haben wir ja gestern alles schon mal abgelaufen. Alter, warum kann er die Treppen nicht hochspringen? Ist der dämlich? Warum sind hier jetzt wieder Gegner drin? Lol. Ah ne, das ist nicht die Leiche von der Tante. Was ist zum Teufel ist mit dem Kerl passiert? Tun wir deine Organe wieder einpacken, Junge. Vektor einführen. Jetzt werden wir gerettet. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dir die Splicer vom Leib zu halten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das nicht schaffen werden. Ah Leute, das ist ja mein Geschütz. Leute, ich hab's eingefroren. Ups. Ah, ionisches Gel. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzentin zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Achso, das haben wir doch schon. Hä? Warum hören wir das jetzt nochmal? Es sind immer noch Kinder. Ach, komme ich jetzt da auch nicht mehr hin, oder was? Singen.
Hey, warte, was hat der gerade gesagt? Warum kann man das nicht nochmal abspielen? Stattdessen habe ich jeden Tagebucheintrag zweimal. Wartet mal, M, was ist denn das Ziel? Sobald es sich der Bewässerungsstein grün auflädt, kannst du den Lazarus-Vektor hinzufügen, um die Pflanzen die... Ja, aber ich komme doch nicht mehr ins Labor. Oh, großer Gott, da kommen sie! Du stirbst hier auf der Stelle, Parasitschlaube! Easy. Mein Geschütz macht die ja schneller platt als ich. Ich verstehe nicht, wo er... Wie kommen die hier rein? What the fuck? Ich stehe am einzigen Eingang und die Gegner sind einfach hinter mir. Also, bisschen komisch ist das schon. Warum schießt mein Geschütz auf mich? Elektrisch genudelt. Hä, wo kommen die denn her? Na, komisch. Na, das ist eigentlich auch egal. Lazarus Vektor 1 von 3. Kann ich da jetzt wieder rein? Na. Müssen wir jetzt einfach nur warten, bis es von... Oh Gott. Wo kommt der denn her, Alter? Ohne Scheiß. Warum hat der keinen Schaden? Oh verdammt, ich habe keine Munition mehr. Gehen wir doch aus der Sonne, Mann. Alter, diese dämlichen Splicer, Mann, die gehen einem so auf die Eier. Verpiss dich, Mann. Ich will nicht gegen... Heilige Scheiße, Alter. Ich hab vergessen, Verbandskosten sind wegen diesen dämlichen Splicern, Alter. Das fuckt halt aber auch so ab, ey. So, jetzt, lass mal meine Wut rauslassen. Verpiss dich, du Alter. Verpiss dich. Ah, okay. Ich hab kurz schon befürchtet, dass man, dass man nochmal 6 destilliertes Wasser zusammen müsste. Ich glaube, dann hätte ich geweint. Es hat so lange gedauert. Das wäre echt nicht so geil gewesen. Scheiß dich zu. Danke für den Besuch. Wenigstens haben sie viel Kohle dabei. Das ist ein Vorteil von so vielen Gegnern. Erst mal eine Granate laufen. Das ist ein bisschen unlogisch, ist so viele von denen. Das muss ja jeder verdammte Einwohner von der Stadt sein, oder? Eigentlich. Das müssten wir uns eigentlich gleich haben. Hoffe ich, ja. Wieder nicht, komm mal nicht rein. Oder komme ich jetzt wieder rein? What the fuck, die Tür war die ganze Zeit zu, Alter. Schrei mich nicht an, Dude. Jetzt kann er plötzlich die Treppen hochspringen. Vorhin war er zu dumm dafür. Gut gemacht, Kumpel. Atme tief durch und genieße es. Lol. Lol, wie geil das jetzt aussieht. Oh. Rache ist Blutwurst, würde ich mal fett sagen. Ja, ich würde fast sagen, jetzt haben wir das endlich abgeschlossen, dann machen wir ja auch gleich mal Feierabend. Dann passt es, bevor wir jetzt wieder was Neues anfangen. Und ich glaube, ich habe schon wieder einen Big Daddy gehört, Alter. Erstmal das Glas zerstören, dann ist alles vorbei. Ich schwimme in Freiheit. Naja, wollte ich ganz.
Ich glaube, so tief unten wie das ist, ich glaube, da bist du schon 5-mal ertrunken, bis du an der Oberfläche wärst. Gefühlt. Aber egal. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.